Hallo, Dominik hier von vk-filme.de. Ich bin hier gerade auf der LG Roadshow und hier haben wir nochmal den erstmals auf der CES vorgestellten HU80KA 4K-Projektor vor uns. Das Gerät hat eine native Auflösung von 3840x2160 Pixeln. Diese werden aber durch ein Pixel-Shifting erreicht. Also der Chip selbst hat nicht native 4K-Auflösung, was in dem Sinne wenig ausmacht, weil die Qualität ist doch im Gegensatz zu einem HD-Beamer doch auf jeden Fall besser. Wir haben hier eine Laserlichtquelle mit bis zu 2500 Lumen, True Motion für verbesserte Bewegtbildwiedergabe, HDR10 Unterstützung, integrierte 7 Watt Lautsprecher, zwei Stück davon und WebOS 3.5 Oberfläche. Das Gerät kann flexibel, also wie hier jetzt hier stehend oder liegend genutzt werden, an der Decke montiert. Es kann stehend genutzt werden, weil hier haben wir dann noch so einen Spiegel, der auch hier jetzt umgedreht werden könnte. Und dann könnte man das jetzt hochkant benutzen und zum Beispiel an die Wand werfen oder direkt an die Decke werfen und sich vielleicht ins Bett legen. Man könnte ihn einfach flach auf den Boden legen, wie man will. Also man hat wirklich extrem viele Möglichkeiten hier das Gerät zu nutzen. Man hat hier auch eine Verstellung der Bildeinstellung oder der Linse. Hier haben wir Fokuseinstellung und Zoom und ich glaube, das Bild arretiert sich dann auch noch automatisch über die Trapezeinstellungen, je nachdem, auf was für eine Bildoberfläche das Bild trifft. Wir haben hier einen USB-Anschluss, HDMI-Anschluss. Hier haben wir dann nochmal versteckt, nochmal ein HDMI, einen Ethernet-LAN, USB 3.0, Digital Audio Out und hier sehen wir sogar Antennen- und Satelliteneingänge. Also man kann es direkt mit dem, direkt Fernsehen schauen damit und man kann aber auch den einfach nur an Strom anschließen einfach nur so streamen, zum Beispiel über Wi-Fi, Netflix, was man möchte. Unterstützt auch HDR oder kann HDR Informationen verarbeiten und das Ganze sieht dann so aus. Nicht gerade die beste Leinwand dafür, aber hier hat man schon diese WebOS 3.5 Oberfläche, die viele schon kennen. Und das ist dann natürlich dann schon cool, wenn man sagt, okay, schauen wir schnell bei mir oder ich nehme einfach den Projektor mit und da muss man nicht viel aufbauen. Wenn das ein bisschen abgedunkelt ist, dann reicht es normalerweise auch wahrscheinlich eine normale helle Hauswand aus. Mehr Informationen dann auf 4K-Filme.de. Ach, was ich noch sagen wollte, Entschuldigung. Das Gerät gibt es nicht nur in Schwarz, sondern auch in Weiß. Und ursprünglich wollte man einen Preispunkt von 2500 Euro veranschlagen. Man hat mir jetzt unter der Hand gesagt, es wird wahrscheinlich etwas günstiger werden. Und wie viel darf ich jetzt nicht verraten, aber man kann sich vielleicht vorstellen, dass es doch in attraktivere Preisgebiete dann sich bewegen wird. Wie gesagt, sobald das spruchreif ist, dann auch auf unserer Webseite 4kfilme.de. Abonniert unseren YouTube-Kanal oder gebt dem Video einen Daumen nach oben.